It's Challenge Time. Wir machen eine Challenge. Ich suche Jonah einen Song aus. Und ich suche Sina einen Song aus. Und diesmal ist das Thema polnische Songs. Das haben wir uns gar nicht selber ausgesucht, sondern ihr habt uns das ausgesucht. Wir mögen Herausforderungen. Das Problem ist, dass niemand von uns polnisch spricht. Und das könnte auch richtig, richtig doll in die Hose gehen. Ich glaube, das wird's auch, ja. Aber genau weil wir kein Polnisch können, haben wir einen Freund gefragt, der Pole ist. Der hat uns zwei Songs ausgesucht. Also mir gefallen die Songs sehr gut, aber wie wir das umsetzen... Das wissen wir noch nicht so genau. Sag mal, kannst du einen Satz oder ein Wort auf Polnisch sagen? Jetzt mein Song, ja, der heißt Tabakiero, oder? Tabakiere? Tabakiera. Also dein Song heißt Tabakiera und ich spiele ihn jetzt für dich mal ab. Okay. Tabakiera, das kann ich. Kriegst du das hin? Ich habe keine Ahnung. Also wirklich eine coole Songauswahl. Ich glaube, das passt auch cool, aber das wird echt heftig. Ja, jetzt zeige ich euch mal meinen Song, den unser Freund Christoph für mich ausgesucht hat. Schön. Gefällt mir gut. Kannst du das sehen? Oh, das kann ich. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wie der Song heißt. Tamtia... Wow. Gut, ich versuche meine erste Peinlichkeit zu überwinden. Der Song heißt Tamta Chevchenia. Chevchenia? Hoffentlich ist das stimmt, richtig. Stimmt, bestimmt nicht. Tamta Chevchenia. Tabakiera. Tabakiera. Oder heißt es Tabakiera? Tabakiera. Ist jetzt ganz allein dein Problem. Also, ich hoffe wirklich, dass man wenigstens 5% Wörter versteht am Ende von meinem Song. Also ich würde mir wünschen, dass man so ansatzweise versteht, was ich möchte und dass mich nicht blamieren. Also für die Leute unter euch, die denken, Alter, was machen die denn da? Also es ist wirklich, wir können kein Polnisch und bitte tut uns den Gefallen. Wenn jetzt Leute unter euch sind, die irgendwie Polnisch sprechen können oder aus Polen stammen oder aktuell in Polen leben, bitte nehmt das nicht zu ernst. Wir tun es auch nicht. Wir tun es auch nicht. Ich bin gespannt. Challenge? Challenge accepted. Okay, ein polnischer Song. Ich war ein paar Mal in Polen schon, ist aber schon sehr lange her. Das Einzige, was ich kann, ist irgendwie Konik Polne, das heißt Grashüpfer. Krass. Ich habe mir den Song jetzt sehr oft angehört und ich finde den Song super, super, super schön. Ich habe mir auch den Text daneben gelegt und nur gedacht, krass. Das ist wieder so eine Sprache, wenn man sich die Worte anguckt. Also es... Ich habe noch keine Ahnung, welcher Buchstabe nicht klingen darf. Wenn man sich das so anhört von der Musik, dann steht da was völlig anderes. Ich kann es noch nicht mal raushören. Ich kann es noch nicht mal aussprechen, was da gerade gesungen wird. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist Tabak. Die Frage ist halt auch, wie nehme ich das auf? Ich muss das, glaube ich, Wort für Wort aufnehmen und schneiden. Ich werde das in keine Sätze bringen können. Das Schlimme ist, wenn ich es dann endlich irgendwie geschafft habe, das ansatzweise aufzunehmen, wie mache ich das mit dem Video? Weil das wird kein gutes Lip-Sync werden. Ich glaube, diesmal wird es nicht das Problem sein, das passende Instrument zu finden, sondern die passende Sprache. Ja, Sina, coole Sache. Coole Sache. Ich bin sehr gespannt, was du machst. Ich bin auch sehr gespannt, was ich mache. So richtig sehe ich das gerade noch nicht. Ich habe noch was vergessen, was ich noch auf Polnisch kann. Und zwar O Boże Morze. Oh Gott, das Meer. Ja, kommt leider in dem Song nicht vor. Also der Song ist wirklich schön. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Also ich versuche mir gerade so Zeile für Zeile das in Lautschrift aufzuschreiben, was schon echt schwer ist, weil es einfach andere Buchstaben sind. Also zum Beispiel so. Raz jeszcze się popieszczę, wdychając dym pomału. Raz jeszcze się popieszczę, wdychając dym pomału. Ich komm nicht hinterher. Raz jeszcze się popieszczę, wdychając dym pomału. Alleine dieses Wort hier. Wdychając, wdychając. Dychając, 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 dychając. Dank Google kann ich das zumindest ein bisschen sprechen, aber der Google-Sprachmann, der weiß nicht, wie man da eingestellt hat, aber der spricht es anders als die, die das singt.
meine Lautschrift. Jeder moje łzy. Chodźnoc, chodź, chodźnoc. Chodźnoc, nie śpimy, chodźnoc. Jeder moje łzy. Falsche Stelle. Powiedam moje łzy. Powiedam moje łzy. Chodź noc. 36 Spuren. Davon sind 34 Vocalspuren. Und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie ich das schneiden soll. Hallo, ich bin der Brad und ich höre mir jetzt mal zwei Songs an von Jonah und Sina. Das sind zwei Songs, die ich ausgesucht habe für die beiden. Lustige Geschichte hier ist, das sind polnische Songs. Die beiden können ja kein Polnisch. Ich kann Polnisch, sehr gut. Und deshalb höre ich mir jetzt mal an und das ist das erste Mal, dass ich das mir reinziehe. Und ich bin mal gespannt und hoffe, dass es witzig ist. Wenn es nicht witzig ist, müssen wir das faken. Ich wünsche mir selber viel Spaß. Tabakiera. Wow, noch nicht mal den Titel. Hammer. Okay, ich lege jetzt... Wie sehe ich denn eigentlich aus? Ich lege jetzt mal los hier. Oh, okay. Sexy. Alter. Rano! Guck mal, Gänsehaut. Geil. Sehr, sehr geil, ey. Geil. Echt Gänsehaut, Alter. Also mit dir möchte ich keinen Stress haben. Aber es hört sich sehr polnisch an, also... Ich dachte, dass ich halt selber kein Polnisch kann. Ja. Richtig geil. Jetzt. Warte. Auch ein geiler Song, ey. Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Ja, Harmonie. Krass, sogar anderes Licht, andere Lichteinstellung. Krass. Wow. Alter. Leute, gebt euch den Shit, wenn er online ist. Es ist sehenswert. Es ist wirklich sehenswert. Mega. Also, es gibt natürlich eine Sache, die wir jetzt nicht bewerten können, und das ist die Sprache. Aber für mich hörte sich das nach einer Sprache an. Das ist schon mal gut. Hammer. Einfach nur Hammer. Richtig cool. Wie hast du das mit... ich verrate nicht zu viel. Mit dem Effekt. Ja. War das ein späterer Effekt? Oder nee, ist das beides. Ja, mega. Also, Ich bin begeistert. Es wird mit Spezialeffekten gearbeitet. Klar. Polnisch reicht nicht. Christoph, wir sind gespannt, was du davon hältst. Auf jeden Fall. Ja, krass. Ein sehr sentimentaler Song. Geile Performance. Krass gesungen. Gänsehaut bekommen. Anfangs witzig. Ja, krass. Witzig fand ich das... Cool, eine sehr, sehr geile Version. Plan ist aufgegangen, denn als ich die Songs ausgesucht habe, habe ich das schon ja mit Grund gemacht, wieso ich genau diese Songs ausgewählt habe. Sehr, sehr geil. Witzig, aber Respekt an beide. Cool. Cheers, du hast bestanden.